Bevor es losgeht, ein kurzer Hinweis. Das hier ist ein Infopodcast über Angst und Panik. Er ersetzt keine Therapie. Wenn du auf der Suche nach Therapiemöglichkeiten bist, kontaktiere Ärztinnen, Psychotherapeutinnen oder gehe auf podcast.invirto.de. Herzlich willkommen bei Keine Panik, dem Angstpodcast von Invirto. Herzlich willkommen zu einer neuen Achtsamkeitsübung bei Keine Panik. In dieser Folge machen wir gemeinsam eine Morgenmeditation. Diese Morgenmeditation ist eine freundliche Einladung an dich selbst, die Eindrücke des Morgens bewusst zu erforschen und dich mit offenem und neugierigem Blick allem zuzuwenden, was du empfindest. Sie soll dir helfen, voller Selbstfürsorge, Mitgefühl und Zuversicht in den vor dir liegenden Tag zu starten. Suche dir einen Platz, an dem du für einige Minuten Ruhe hast und nicht gestört wirst. Richte dich bequem ein, sodass du dich wohlfühlst. Nichts und niemand kann dich jetzt stören. Alle Verpflichtungen und To-Dos, alle kreisenden Gedanken haben Zeit. Jetzt geht es nur um dich. Fühle in dich hinein. Was bringst du in diesen Moment mit? Was hat dich heute Morgen dazu bewegt, zu meditieren? Wenn du möchtest, schließe sanft die Augen. Komm in deinem Körper an und atme entspannt ein und wieder aus. Richte deine Wirbelsäule auf und schaue, ob du Entspannung spüren kannst. Konzentriere dich auf diese Entspannung und spüre sie in deinem Körper. Begrüße dich selbst mit einem inneren Lächeln. Heiße dich selbst an diesem neuen Tag willkommen, wie einen guten Freund oder eine gute Freundin. Hallo, schön, dass du da bist. Ich freue mich, bei dir zu sein. Ich schenke dir die nächsten Minuten voller Mitgefühl und Freundlichkeit aus ganzem Herzen. Spüre die Verbundenheit zu dir selbst. Lege dazu, wenn du möchtest, eine Hand auf dein Herz und eine Hand auf deinen Bauchraum. Spüre dabei vielleicht deinen Herzschlag unter der Hand und sei dir gewiss, dass das Herz stetig schlägt und uns am Leben teilhaben lässt. Spüre die Bewegung deines Atems im Körper. Finde einen Bereich im Körper, in dem es ganz leicht ist, den Atembewegungen zu folgen. Komme langsam zur Ruhe. Ein Atemzug ist wie das ganze Leben. Er kommt, verweilt einen Moment und entschwindet wieder. Achte nun etwas weniger auf deinen Atem und richte deine Aufmerksamkeit auf deine Körperempfindung. Vielleicht gibt es Bereiche im Körper, die sich in diesem Augenblick nicht so angenehm anfühlen. Wende dich diesen Empfindungen zu und erforsche sie auf freundliche Art und Weise. Was spürst du da genau? Wo spürst du es?
Atme tief ein und aus und atme mit dem Atem in die Empfindung hinein und im Anschluss aus der Empfindung heraus. Alles darf da sein. Spüre, was jetzt gerade ist und lasse dich auf die Empfindung ein. Vielleicht bemerkst du auch, wie es ist, den Geist an einen ganz bestimmten Ort zu lenken, ganz bewusst zu entscheiden. "24 neue Stunden liegen vor mir. Ich gelobe, jeden Augenblick bewusst zu leben und alle Wesen mit den Augen des Mitgefühls zu betrachten. Welchen Satz möchtest du dir für diesen Tag verinnerlichen? Suche dir eine Formulierung aus, die sich für dich gut anfühlt. Vielleicht möchtest du dir die Absicht schenken, ganz bewusst diese Haltung der Freundlichkeit, Wertschätzung und Entscheidungsfreiheit mit in den noch vor dir liegenden Tag zu nehmen. Vielleicht möchtest du diesem Tag mit mehr Gelassenheit begegnen. Schaue, was du jetzt benötigst, um in deiner Zeit wieder ganz hier anzukommen. Mache eine achtsame Bewegung. Vielleicht möchtest du dich strecken oder deine Augen reiben. Öffne in deinem Tempo wieder deine Augen und komm zurück ins Hier und Jetzt. Dieser Podcast wird präsentiert von Invirto, der Therapie gegen Angst. Wenn auch du oder jemand aus deinem Umfeld unter Ängsten leidet, dann kann die Invirto-Therapie eine mögliche Hilfe sein. Erfahre unter invirto.de mehr über die erste vollständig digitale Therapie gegen Angst. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert unseren Podcast und seid auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt: Keine Panik, der Angst-Podcast.